Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind hier und wir gehen hier wieder weg. Nach Kalador. Ja. Damit verdienen wir auch endlich Matt. Denn wir haben in der letzten Folge festgestellt, wir haben eigentlich nichts mehr zu tun. Komm mit. Klar. Beziehungsweise wir haben noch sehr viel zu tun, aber wir können im Moment nichts tun, solange wir keiner Gemeinschaft angehören. Und ich habe mich dazu entschieden, ehrlich gesagt gerade eben spontan beim Spielladen, dass ich einfach das Schiff der Dämonenjäger am coolsten finde und deswegen nehmen wir die Dämonenjäger. Kann ich eigentlich, funktioniert mein Zoom noch? Nee, mein Zoom funktioniert nicht mehr, schade. Warum eigentlich nicht? Das andere funktioniert doch auch noch, oder? Nee. Ja doch, anscheinend funktioniert ja alles noch. Warum funktioniert mein Zoom nicht mehr? Da muss ich mal nachgucken. Aber wir wählen jetzt erstmal Dämonenjäger. Hallo, Ildrik. Wir speichern hier mal. Vielleicht liege ich hier auch dann tatsächlich mal ein Save an. Den nenne ich Dämonen. Nein, Jäger. Dämonenjäger. Ja. So. Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des Alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Tja, auf geht's. Ich bin mir sicher, ich werde Dämonenjäger. Die Zeremonie soll beginnen. Gut, dann ist die Zeit nun gekommen. Ich werde alle herbeirufen. Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Zusammenkunft im Schutze der Zitadelle zu feiern. Viele haben uns verlassen. Ihr Schicksal lag jenseits des Schlachtfeldes. Jedoch wird ihr Tod nicht umsonst gewesen sein. Ihr seid die dunklen Krieger von Kalador. Ihr seid geboren, um euer Leben für den Alten Bund herzugeben. Jedes vergossene Blut wird gerecht werden. Jede zerbrochene Mauer wird wieder errichtet werden. Denn wir haben auch hoffnungsträchtige Neulinge in unserer Mitte. Seht sie euch an, stolze Männer, voller Tatendrang und Kraft. So frage ich euch, seid ihr bereit, den Kampf gegen die Schatten aufzunehmen? Wir sind bereit. Wir sind bereit. So sei es. Speer des Alten Bundes von Kalador. Vergesst nicht, ihr seid das letzte Bollwerk zwischen den Menschen und der Dunkelheit. Und nun macht euch bereit für den Kampf. Möge das Feuer von Kalador die Schatten hinwegbrennen, dunkle Krieger von Kalador. Und du? Du brauchst ein großes Schiff. Also geh zu Kane, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht, und versuche ihn davon zu überzeugen, mit dir in die Schlacht zu ziehen. Du bist jetzt ein Dämonenjäger. Vielleicht hört er jetzt auf dich. Euer Rang Speer. Und Edward ist jetzt auch ein Speer, beziehungsweise er hat zumindest jetzt die Rüstung bekommen und eine Glatze aus irgendeinem Grund, die einfach aufgetaucht ist. Er hatte ja eben während der Zeremonie noch Haare. Und da kommt Bones angeflitzt. Ich würde sagen, wir gucken erstmal. Oh, wir haben jetzt auch eine Glatze. Wir gucken erstmal nach
dieser Rüstung 15, 15, 10. Drachenlord 15, 10. Und das ist 20, 20, 0. Also jetzt, wir kommen jetzt zumindest mal in die Gefilde, wo wir sagen können, wir haben eine Rüstung, die mit unserem Kapitänsmantel hier konkurrieren kann. Allerdings, ich weiß nicht, ob mir die 10 Punkte Magie sicher, die minus 5 Klingen und Kugel sicher wert sind. Und der edle Dreispitz ist auf einmal gar nicht mehr so edel. Der ist auf einmal einfach schwarz. Und dass wir eine Glatze haben, gefällt mir irgendwie auch nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ach komm, ich nehm die Speerrüstung. Was wir jetzt allerdings machen, im Grunde ist ja dieser Spielstand hier auf Kila der gleiche wie dieser hier. Pretty much. Ich überspeichere den jetzt hier. Denn wir sind ja jetzt Dämonenjäger, also passt der. Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir diesen Spielstand nochmal laden. In See stechen, und zwar nach... Obwohl, wir müssen ja eigentlich gar nicht in See stechen. Wir können ja theoretisch erstmal hier auf Kila... nee, warte mal. Ich will Bones mitnehmen. Komm mit. Sicher. Und dann gehen wir zum Dorf. Pennen hier mal. Und dann werden wir hier mal... Wu-Pirat oder was auch immer. Und dann laden wir das Ganze nochmal und werden Wächter. Einfach nur, damit wir mal die restlichen Zeremonien auch gesehen haben. Was? Oh mein Gott. Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Ich will doch nur schlafen, du Hund. Was? Ach nichts, ist schon gut. Das kann warten. Wir könnten ihn einfach erschießen. Wo ist der Typ? Ist er hier, oder? Ist er das? Ja. Ah, das stimmt. Das könnten wir eigentlich auch noch machen. Aber das können wir auch gleich noch machen. Von daher ist es egal. Ja. Lass uns die Zeremonie starten. Ich will Voodoo-Pirat werden. Bist du dir da ganz sicher? Wenn du einmal den Weg des Voodoo gehst, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Ja, ich bin mir sicher. Ich will Voodoo-Pirat werden. Gut, dann folge mir. Es ist alles bereit. Gehe jetzt in dich. Loco, Enakos, Phara, Uxmal. Hike, Hike, Phara Uxmal e Inakos, Lokomoto. Wer ruft uns? Ein Gucho. Was will er von uns? Ihr habt eure Zeichen wieder. Jetzt verlange ich eure Macht. Hört ihr? Er verlangt. Er soll niederknien. Wartet. Sein Geist. Was ist mit seinem Geist? Ich kann ihn nicht spüren. Ich auch nicht. Sein Geist ist im Reich der Schatten. Ja, genau darum geht's doch bei dieser Scheiße. Dein Wille scheint ungebrochen. Das ist ungewöhnlich für einen Verlorenen. Also, ich habe das Zepter besorgt. Ihr seid erschienen. Jetzt werdet ihr mich eure Zauber lehren. Nun gut. Ein solch starker Wille könnte uns nützlich sein. Wir werden unsere Macht mit dir teilen. Und du wirst uns helfen, die Schatten aus unserem Land zu vertreiben.
der angemessene Preis für die Macht unseres Voodoo. Tja, ich schätze, ihr habt einen neuen Krieger. Wir werden deinen Ruf erhören. Nun denn, Gucho. Hier ist das Zepter der Ahnen. Nutze es zu unserem Wohl. Du bist nun einer von uns, ein Kila. Geh und schütze uns vor dem Übel, das vom Meere kommt. Du hast recht. Es wird Zeit, dass ich mein altes Schiff wieder befehlige. Ich bin jetzt stark genug. Ja, Gucho. Mögen unsere Ahnen dich leiten. Okay, jetzt können wir hier bei ihm lernen. Bring mir etwas bei. Nur wer fragt, wird weise, Gucho. Unverwüstlich. Du hast alles schon gesehen und erlebt. Es gibt nichts, was dich noch umbringt. Deine Gesundheit regeneriert sich von alleine. Okay, dafür braucht man Härte 100. Weiß nicht, ob wir das jemals haben werden. Vermutlich nicht. Alle Arten von Heilpflanzen zu sehen. Alle Arten von Lebewesen. Ja, okay. Hier, das ist tatsächlich gar nicht so unnütz. Schleichender Tod zieht deinem Gegner schleichend Lebensenergie ab. Ah, das kostet nur Jadesteine, okay. Und Pestwolke. Aber die sind, glaube ich, nicht so gut. Ich möchte ein wahrer Voodoo-Meister werden. Dafür musst du Mut, Verantwortung, Klugheit und Wissen unter Beweis stellen, Gucho. Tenya wird einige Aufgaben für dich haben. Erledige alles, was sie dir aufträgt, und beherrsche die Macht der Voodoo-Kontrolle. Dann wird Hiruto sich überlegen, dich in die Reihen der Voodoo-Meister aufzunehmen. Okay, das ist... Ich finde das hier tatsächlich sehr interessant. Die Gesichtsbemalung ist irgendwie witzig. Gucken, ob die Rüstung anders ist. Nee, das ist quasi, also von den Werten her dieselbe Rüstung wie bei den Dämonenjägern. Und der edle Dreispitz ist aber weiterhin weiß. Aber sieht nicht so schlecht aus eigentlich. So, dann können wir ja hier mal das überspeichern. Und zwar heißt das dann Voodoo-Pirat. Und dann laden wir den Folgenbeginn nochmal neu. Und fahren nach Taranis. Komm mit. Ja. Und dann geht's hier hin. Und zu dem ollen... Ich hab seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall gehen wir zu dem. Und lernen und werden da Wächter. Wie wäre es, wenn du mich zum Wächter ausbildest? Das ist eine Entscheidung, die gut überlegt sein will. Erstens, wenn du dich unserer Gemeinschaft anschließt, dann kannst du keiner anderen mehr beitreten. Zweitens, du musst deinem vorherigen Leben abschwören. Drittens, als Wächter gelten für dich die Regeln des Lagers, wenn du hier bist. Viertens, du musst einen Eid leisten, der dein Leben an unsere Ziele und Ideale bindet. Und fünftens, du wirst natürlich nicht sofort ein vollwertiger Wächter. Du fängst wie jeder andere erstmal als Kadett an. Fühlst du dich dazu bereit, den Eid der Wächter zu leisten? Ja. Vereidige mich. Ich will ein Wächter werden. Warte. Du stehst vor der größten Entscheidung deines Lebens. Wenn du einmal den Dienst des Wächters antrittst, kannst du nicht mehr zurück. Es bedeutet, dass du bei keiner anderen Gemeinschaft mehr aufgenommen werden kannst. Bist du dir also ganz sicher, dass du ein Wächter sein willst? Dass man das hier doppelt bestätigen muss. Ich bin mir sicher. Vereidige mich. Ich will ein Wächter werden. In Ordnung. Dann folge mir. Wir werden die Vereidigung in der Halle abhalten. Hohe Magier, es ist an der Zeit, ein neues Mitglied in unserer Mitte zu begrüßen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um einen neuen Kadetten zu vereidigen.
Er hat sich als würdig erwiesen, den Dienst mit der Waffe und der Magie anzutreten. Bist du bereit, den Eid zu leisten, Abenteurer? Ich bin bereit. Gelobst du hier und jetzt, vor den Augen der ehrenwerten Magier, die Ziele und Gesetze der hohen Magier zu achten und zu befolgen, sie bei ihren Forschungen mit all deiner Kraft zu unterstützen, die Macht der Magie, die sie dir lehren, nicht für finstere Zwecke zu missbrauchen und die Menschheit vor der totalen Vernichtung durch die Titanen zu bewahren? Das gelobe ich. Dann sollst du von nun an der Gemeinschaft der Wächter angehören, Kadett. Sehr gut. Hiermit wirst du zum Dienst auf dem Schiff der Magier abgestellt. Melde dich bei Neron, dem Aufseher der Galeere im Hafen. Weggetreten, Kadett. Auf dich warten große Aufgaben. Wo ist denn... So. Ah, und jetzt haben wir so ein komisches Auge. Na, das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt sehen wir aus wie der Held aus Risen 2. Nö, warte, der hat das, glaube ich, auf dem anderen Auge? Ich glaube, bei ihm war es das rechte Auge, nicht das linke. Aber ich kann mich auch irren. So, dann speichern wir das auch noch. Und nennen das Wächter. Tja, und jetzt laden wir einfach den Dämonenjäger wieder. Denn ich glaube, ich mache das als Dämonenjäger, auch wenn ich Voodoo-Pirat durchaus interessant finde eigentlich. Oh, Edward steht jetzt halt einfach da rum. Warum wurde der eigentlich jetzt auch vereidigt? Weil der war doch schon Wächter oder... Wächter, sage ich. Dämonenjäger oder nicht. Also durch seine Herkunft. Glaube ich zumindest. Naja. Dann schauen wir mal, was haben wir jetzt überhaupt zu tun. Ich glaube, wir müssen mit Eldrick quatschen. Gehen wir einfach so hier runter. Entschuldigung, ich musste mich mal eben anders justieren, wenn mein Fuß einschläft. Eldrick, alte Hütte. Nette Rede. Vielleicht etwas zu pathetisch für einen Druiden. Wir leben in harten Zeiten, mein Junge. So muss jeder seine Aufgabe übernehmen. Auch sei sie noch so weit entfernt von unserem alten Leben, bevor die Schatten über uns kamen. Ich habe mich einer Gemeinschaft angeschlossen. Ja, und deine Wahl war... Nun, ich freue mich, dass du dich für die Dämonenjäger entschieden hast. Ich denke, du wirst es nicht bereuen. Wie geht es nun weiter? Jetzt können wir uns über deinen Geist unterhalten. Wie soll uns das Grimoire nun helfen? Es gibt einen Eintrag über ein Ritual des Geistes. Darin wird ein Geist aus dem Reich der Schatten gerufen und an den Körper eines lebenden Toten gebunden. Die Wahnsinnigen haben einem Zombie seinen Verstand wiedergegeben? Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ja, irgendwie schon. Das arme Schwein. Stell dir vor, du stehst morgens auf und steckst in deinem eigenen verwesten Körper. Das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Wenn das Ritual bei diesem Mann geklappt hat, dann bei dir erst recht. Doch was ist, wenn der andere Teil meines Verstandes aus dem Reich der Schatten wiederkehrt? Oh Mann, mir war nicht bewusst. Was werde ich fühlen, wenn ich... Ich glaube, ich muss das Ganze erst einmal sacken lassen. Gut, wir sprechen uns später. Lass dir Zeit, mein Junge. Kapitel 3: Das Geisterritual.
Ein Ritual also. Tja, das ist wohl die einzige Hoffnung, die mir bleibt. Hatte ich erwähnt, dass ich den Soundtrack hier sehr geil finde in diesem Spiel? Ah, guck mal, da ist ja auch schon Eldrick. Okay, machen wir's. Ich werde zum Geisterritual antreten. Weise Entscheidung, mein Junge. Die alten Schriften Kalladurs haben mich bisher nicht enttäuscht. Was brauchen wir für dein Ritual? Das Grimoire spricht von einem mächtigen magischen Zauber, der deinen Geist rufen und ihn an deinen Körper binden kann. Leider ist der Zauberspruch selbst darin nicht vermerkt. Wo wir ihn finden können, allerdings schon. Das ganze Ritual muss an einem Ort stattfinden, der nach außen hin magisch abgeschirmt ist. Weiterhin brauchen wir drei Zauberer, die mächtig genug sind, ihn wirken zu können. Du bist ein mächtiger Zauberer. Ja, ich denke, ich kann dir bei deinem Ritual helfen. Allerdings ist meine Arbeit hier in Kalador noch nicht beendet. Von jenseits des Lavastroms bedrohen uns immer noch die Schatten. Wir müssen dort hinüber und das Übel aus Kalador vertreiben. Nochmal zum Geisterritual. Du weißt, wo der Zauberspruch für das Geisterritual zu finden ist? Einer der dunklen Krieger hat sich einst mit diesem Zauber befasst. Wenn wir Glück haben, finden wir in seiner Behausung noch Aufzeichnungen davon. Gut, und wo genau ist das? Er wohnte auf der Ostseite des Lavastroms. In irgendeiner Ruine im äußersten Osten von Kalador müssen wir suchen. Verstehe. Du hast von einem magisch abgeschirmten Ort gesprochen. Ja, und das ist in der Tat ein richtiges Problem. Es gibt Legenden über sehr alte Wesen aus längst vergangenen Zeiten, die eine Sphäre der absoluten magischen Ruhe erzeugen konnten. Doch das Wissen ist mit den Jahren verloren gegangen. Selbst die Ältesten der dunklen Krieger von Kalador wussten nichts davon. Los, mach ich doch mit links. Wenn du das sagst. Ich soll also ein altes Wesen finden. Ja, und es muss auch heute noch leben, damit es uns helfen kann. Und es soll alt sein. Sehr alt. Sogar älter als die Titanen dort. Es muss die Zeiten überdauert haben. Es muss den Aufstieg und Fall der ersten Zivilisationen dieser Welt gesehen haben. Es muss so alt sein, dass es die ersten Tage der allerersten... Okay, ich denke, ich hab's begriffen. Gut. Ich denke, das wird Margulot sein, oder? Auf Kila. Das ist das... Also dieses Orakel-Ding. Das ist ja so das älteste Wesen, was wir bisher... Oder von dem wir bisher gehört haben. Nochmal zum Geisterritual. Die Magier sind mächtige Zauberer. Das ist wahr. Jedoch beschäftigen sie sich in diesen Tagen hauptsächlich mit der Erforschung der Kristallmagie. Das hat sie in vielen Bereichen der Zauberei geschwächt. Ich fürchte, nur der mächtigste von ihnen wird stark genug sein, um uns beim Geisterritual helfen zu können. Und wer soll das sein? Der mächtigste der Magier ist zweifelsohne Zacharias. Bitte ihn um Hilfe. Wie wär's mit einem Schamanen der Eingeborenen? Die Idee ist gut. Die Voodoo-Priester sind wahre Experten, wenn es um die Geisterwelt geht. Die mächtigste Voodoo-Hexe, die ich kenne, ist Chani. Sie ist die Tochter eines Häuptlings der Eingeborenen. Heute hat sie sicher ihren eigenen Stamm. Geh und finde sie. Wir könnten ihre Hilfe jetzt gut gebrauchen. Okay, also führt uns diese Hauptquest in all die verborgenen Bereiche, oder was heißt verborgenen, all die verschlossenen oder versperrten Bereiche, die wir bisher entdeckt haben. Also hinter den Lavastrom hat er ja schon gesagt, da müssen wir hin. Chani war ja also hinter der dicken Mauer auf Kila, und Zacharias ist in dem Magierturm. Mit dem haben wir noch nicht reden können, weil wir da nicht reinkamen. Also kommen wir jetzt dann mit dieser Quest auch überall hin.
demnächst. Wo soll ich ein so altes Wesen finden? Halte einfach die Augen und Ohren auf den Inseln der Südsee offen. Geht's nicht genauer? Vielleicht in den alten Tempeln der Eingeborenen. Sie haben die ältesten Gebäude dieser Region. Wenn ein solches Geschöpf wirklich noch existiert, wirst du dort zumindest Hinweise darauf finden. Ja, das hier ist auch eine gute Frage. Wie willst du über den Lavastrom kommen? Nun, es gibt zwar einen Teleporter auf der anderen Seite, doch er ist inaktiv. Ich könnte eine Brücke schlagen, wenn ich ein magisches Netz aufspanne. Wie das? Wenn sämtliche Teleporter-Plattformen diesseits des Lavastroms aktiviert sind, könnte ich ihre Energie bündeln. Mit dieser geballten Wucht könnte ich ein oder mehrere Personen über den Strom katapultieren. Hast du schon einmal so etwas gemacht? Nein, aber es wird funktionieren. Bevor ich den großen Wurf wagen kann, müssen erst alle anderen Teleporter in Kalador aktiviert sein. Alles andere ist vorerst graue Theorie. Ich werde dir beim Kampf gegen die Schatten im Osten helfen. Oh, du willst tatsächlich den großen Wurf über den Lavastrom mit mir wagen? Sieht ganz so aus. War ich so überzeugend? Nein, aber ich kann dich ja mit der Scheiße hier nicht allein lassen. Würde ich eigentlich gerne sagen, aber ich glaube, das kostet wieder Seele. Du machst das schon. Danke für dein Vertrauen. Also, du musst alle Teleporter, die du in Kalador finden kannst, mit einem Teleportstein aktivieren. Einen Teleportstein habe ich in meiner Tasche. Doch brauche ich ihn für den Teleporter im Osten hinter dem Lavastrom. Ich zeichne dir die Teleporter und die möglichen Fundstellen für die anderen Steine, die ich in den alten Schriften finden konnte, auf deine Karte von Kalador. So, für jemanden wie dich sollte es ein leichtes sein, sie zu finden. Ja, haben wir offensichtlich schon geschafft. Wir schauen mal. Das Geisterritual, große Vorbereitungen. Rekrutiere Zacharias. Das ist jetzt der Reaktor. Rekrutiere Eldrick. Ist das magische Netz. Das aktivieren wir mal eben. Rekrutiere Chani. Ist jetzt noch vor Öffnen das große Tor gekommen. Ein starker Spruch und der richtige Ort. Und dann können wir das hier auch machen. So, da ist noch ein Teleportstein. Ich würde sagen, den holen wir uns jetzt erstmal. Weil... Oh, hier sind sogar noch zwei. Oh, warte, einer ist hier irgendwo. Ah ja. Und der andere? Der andere ist da drüben. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Dann wieder zu Eldrick. Der nicht hier unten ist. Ah, da kommt er. Perfekt. Alle Teleporter in Kalador sind aktiviert. Alle bis auf einen. Und der liegt auf der anderen Seite des Lavastroms. Es wird mich eine Menge Kraft kosten, wenn ich uns mit Hilfe der anderen dort hinüber teleportieren will. Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Denn die 30-Minuten-Marke ist erreicht. Es waren viele Gespräche jetzt hier. Und wir haben natürlich auch ungefähr 10 Minuten damit verbracht, uns die anderen Wege anzugucken, die man gehen könnte. Aber ich denke, das war ja trotzdem ganz interessant. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit Eldrick über den Lavastrom gehen und uns die andere Seite anschauen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne Kommentare, wenn ihr meinem Channel und mir damit helfen möchtet. Das wäre super. Und die Likes natürlich sind auch nur, damit der Channel wächst. Ist klar. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.